Jo Freunde, wir sind wieder zurück und diesmal auch mit Barrett zusammen. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir müssen ja weiter in die Richtung. Oh, 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 oh. Und müssen wir den langen Weg lang? Nee, da vom Automaten sind wir gekommen. Also wird es wahrscheinlich hier nach oben gehen. Ist ja auch der Pfeil da. Und hier gibt es eine Ausbuchtung. Die möchte ich mir gleich mal als erstes angucken. Aha, eine Truhe. Elixier können wir gut gebrauchen. Zweimal eine Phönixfeder, das kann doch nichts Gutes heißen. Da werden wir doch wohl ordentlich wieder was auf die Omme kriegen können. Der Kläffer von Shinra weist uns den Weg. Achte auf die Zeichen an den Wänden. Kläffer? Er meint Stan. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5. Und achtet auf die Signale. Nur Streckenabschnitte mit blauen Lichtern sind sicher. Also bewegen sich uns alle in den Weg. Dafür werden sie bezahlt. Was Hölle? Komm schon, na toll. Ich brauche schockanfällige Freunde, Mensch hier. Fertigkeiten und... Sehr schön. Scheiße. Warte mal, der braucht doch... Magie, Blitz wahrscheinlich war es, ne? Ja, Blitzvorschwäche. Machen wir doch. Na doch, hier gibt es noch ein paar Kisten. Oh, noch ein paar Ratten. Feuer waren die, glaube ich, anfällig. Nee, was nicht? Ach, verdammt, was waren die denn sonst? Oh, kann man hier nicht irgendwie mal nachgucken, ohne ins Bestiarium gucken? Hallo. Das war's dann wohl. Naja, gut. Sternanhänger. Gegenstände, Heiltrank. Alter Falter, komm schon. Barrett ist voll. Gut, tiefer die drei Punkte, die werden sie schon nicht umbringen. Was war denn denn aber mit... Achso, die Ratten waren glaube ich nur gegen... Augen auf, achte auf die Signale. Hoppla. Ja, die sind jetzt rot, und nun? Ach, wird schon passen. Gehen einfach in der Mitte. Dix ist schon oben. Eigentlich sollte Jesse ihm ja helfen. Ich hoffe, er kommt alleine klar. Wir sollten uns jedenfalls beeilen. Genau so! Jetzt seid ihr fest! Ja! Ja, toll. Komm schon! Hallo? Alter! Es geht mir jetzt langsam echt auf den Keks hier. So, das ist der Wachhund. Der kriegt jetzt mal was von Feuer. Sehr schön. Hallo? Hallo? Oh. Ach, das war das Auto wieder, ne? Das Spiel ist aus.
volle Kraft. Feuer bitte auf den Hund. Toll. Nichts hält uns auf. Oh, sehr schön. Ah? Gegenstände, Cloud, du kriegst ganz schön was auf den Keks. Na, so sollte reichen, dass wir wieder. Ach komm, Ena noch, wollte ich sagen. Sonst haben wir hier nichts. Ich habe das trotzdem noch nicht so wirklich verstanden mit den blauen Signalen jetzt hier. Achso, oben feiert er lang. Ah, Schwein gehabt. Ah, da. Da ist der Hund. Aber was ist, wenn ich jetzt hier lang gehe? Na gut. Bringt uns nichts, weil da gar nichts gibt. Liefer? Sind die Beete jetzt schon hoch? Beete doch. Ja. Stamp hat den richtigen Riecher. Die Schnauze von Stamp zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Könnte ja auch eine Falle sein, oder? Moment mal kurz, Freunde. So, da sind wir wieder zurück. Ich hatte nur noch mal schnell nebenbei ein Telefonat führen müssen. So, dann schauen wir mal. Also immer der Nase nach hier, ne? In unserem kleinen Köderchen. Warte mal, jetzt gucke ich aber noch mal mit den Kampfberichten. Ah, den haben wir geschafft. Okay, also Spezialfertigkeiten mit Gegner in Schockzustand haben wir jetzt hingekriegt. Das heißt, wir brauchen noch einmal 15 Arten von Gegnern in Schockzustand versetzen. Na gut, das kriegen wir ja irgendwie hin. Ich dachte gerade, ich habe tiefer. Ich bin bereit. Genug. Hey. Ich finde das so herrlich. Ach, Barrett. Was ist das? Nicht gerade einfach. Ist das ein ganzes Nest? Ja, ja, die Tiere in der Platte gedeihen und mutieren prächtig. Marco. Daran ist das Marco schuld? Yep. Ja. Also besser gesagt, Shinra. Deine Welt ist beleidenswert simpel. Hätte jetzt aber gerne was, gegen was das anfällig ist. Danke. Kann ich schaffen. Eis, okay. Mich haut das nicht um. Überstürzt. Jetzt hab ich hier das Sack. Ich leg los. Oh, Fräuleinchen. Jetzt nachsetzen. Yep. Ah, jetzt haben wir den Kampfforschungsbericht direkt fertig. So wie es sein müsste. Da staunst du, was? Yep, da staun ich. Nee. Oh, echt jetzt, sag jetzt nicht, ihr haut's danach jetzt mit dem Schwert durch. Warum kann ich's nicht mit. Alter. Wäre das so viel cooler mit dem Schwerter richtig immer zack drüber. Da unten haben wir noch ein paar Gardisten. Muss ich wahrscheinlich da drüben dann rum. Und dann passt das alles. Los, kleine Fische. Hey, wollte doch noch nicht drauf. Jetzt gibt's Dresche. Ihr seid ja nebeneinander, also von daher. Bis hier und nicht weiter. Barrett, sehr schön. Du hast wieder eine Kampfstufe
Also Schwertkampfstufe hier. Warte mal. Achso, beendet. Gut, das macht Sinn. Waffenmodifikationen. Barrett machen wir als erstes. Alter Barrett. Schön. So, freigeschalten. Magische Attacke bringt erstmal nichts. Obwohl. Nee. Magische Abwehr. Physische Attacke, der haut ja immer zu. Ich find's halt doof, dass du genau hier nicht durchschalten kannst. Dass man halt immer erstmal eins zurück muss. Naja, gut. Kriegt man ja schon irgendwie hin. So. Ach, da, scheiße, das war die Eisenklinge. Ich dachte, das war gerade das Panzerschwert. Scheiße. Hatten wir physisch Abwehr mal erstmal erhöhen. Zack. Tiefer ist die nächste. So. Hier brauche ich definitiv ein bisschen mehr Magiepunkte. Erhöhen. Und vorhin war noch von Cloud irgendwie eine Materia doch aufgestiegen, oder? Recht im Sinne. Geht zumindest aus, dass es von ihm war. Materia. Feuerer, Vitra. Oh, auf alle Gegner können wir das jetzt anwenden. Achso, ich glaube das. Wie kriege ich aber die TP-Boost einfach hoch? Die wird automatisch wahrscheinlich. Na gut. Machen wir mal einen Meter wieder weiter. Wartet. Da lang. Ja, richtig. Ja, hier hinten runter. Oh. Ist das ein bekacktes Terrarium? Ah, ja. Bitte was? Die ist ja riesig. Oh ja. Ihr Feind ist geschwächt. Tolle Kunst genug. Volle Kraft! Ja! Jetzt gehörst du mir! Wie schmeckt dir das? Hab schon Vorarbeit geleistet! Ja? Zwecklos! Ich mach das! Hatte ich keinen? Analyse? Dankeschön! Nur kein Über! Und auch hier! Eis! Gut! Okay, nice, danke. Verbrennen. Nochmal Magie, nochmal Eis. Los geht's. Magie, wir könnten mal ein bisschen was mit Luft da mal machen. Was ist denn das für ein scheiß Drecksvieh hier? So, und ein Limit gleich hinterher. Ich hab genug. Das Kerlchen war ziemlich gut im Futter. Die hat wohl lange keiner mehr aufgeräumt. Das glaube ich. Mann, war das widerlich. Irgendwann entgleist wegen so einem Ding mal einen Zug. Bekämpft die denn keiner? Muss wohl erst einen Unfall geben. Ja, ist ja immer so. So, das sollte reichen. Cloud ist ja sowieso immer ganz vorne dabei.
Und ganz ehrlich, wenn man hier nicht schnell hätte durchgekonnt, hätte ich hier eigentlich mit einem Schwert zerschnitten einfach dann weitergerannt. Also, warte mal. Ach, ich hätte jetzt gerade hier doch nochmal was gesehen. Nee, doch nicht, Gott. Gut, gut, gut. Da ist dann eine Truhe. Nehme ich gerne mit. Kisten. Ach, wir könnten uns hier ausruhen noch mal kurz. Heißt aber wahrscheinlich, dass man hier dann sehr zeitnah wieder zu einem Boss kommt, oder? Na dann, Freunde, immer weiter der Nase nach. Ist denn hier so ein Hund irgendwo dran? Ja. Oh, ich. Der Schnauze nach. Ziemlich gut getroffen. Allerdings ein Meisterwerk. Genauso hässlich wie das Original. Du bist das Original hässlich. So, dann sind die Gardisten. Seht mal. Shinra versucht wohl doch sie loszuwerden. Aber warum kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrummt? Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Wartet mal. Doch alles keinen Sinn. Ah ne, hinten ist nur, ich dachte hinten steht einer. Das ist nur so eine Signalanlage gewesen. Halt, einmal dran vorbei, danke. Ein Brandbaum. Wird's und du wirst wahrscheinlich auch entweder gegen Feuer sein. Feuer, Feuer, Feuer. Mein Einsatz. Man müsste ich, dass einer, der mit Feuer hantiert, selbst gegen Feuer anfällig ist? Also, macht doch keinen Sinn, oder? Hallo? Danke! War das alles? Noch eine Mokri-Medaille, yeah! Frag mich ja, wo wir die dann mal eintauschen können. So. Warum gucken? So nichts verpassen. Ach, wir müssen ja durch, okay. Lagebesprechung. Lasst uns sehen, wo wir sind. Ja, an den Schienen sind wir. Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Gibt's einen Geheimgang? Gibt's einen Geheimgang? Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Avala. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Warum denn nicht? Aber, du bist ein General oder so. Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Wir werden sofort den Testroboternabschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Testroboter? Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! Oder der zeigt dir einen Vogel. Oh, geht schon weiter? Was ist denn für ein Scheiß? Na dann, Helix-Tunnel, weiter Marsch. Gibt's denn sonst noch irgendwas auf der Karte? Wir müssen links rum, aber wir gehen da vorne um rechts rum.
Ist das schon hier? Da, noch so ein Köter. Ja, den habe ich gesehen. Also auf dem richtigen Weg. Obwohl nicht, dass ich irgendwie falsch abbiegen würde, du Arsch. Stimmt ja. Ausrüstung mal anlegen. So, wir könnten bei Bronze Reif, Sternenreif ist kacke. Gut. Lederschutzreif. Puh. Hat man hier noch den Sternanhänger? Geschützt vor Gift. Hm. Kriegst du den? Kriegst nicht den Eisenreif? Cool. Ja klar, tiefer. So. Mäuschen. Was haben wir denn? Wir könnten noch einmal brauchen. Barriere. Glücksboost vielleicht. Glück. Wiederbeleben wäre natürlich später eigentlich gut, aber das, bisher brauchen wir das eigentlich gar nicht. Oh. Denke ich mir bei Cloud Wiedersinn. Also kriegt sie noch ein bisschen Glück dazu. Was? Die Eindringlinge! Wieso sind die jetzt auf einmal hier? Schon erledigt. John hat laut wieder eine Waffenstufe. Mehr. Oh, echt jetzt. Was hätte man hier? Kriege ich noch irgendwo einen Spot dazu? Hm. DP könnte ich mir nochmal dazu holen. Mache ich dann aber später. Der arme Stan. Das erinnert mich an ein Buch von Marlene. Mit einem riesigen Labyrinth, das nie enden will. Wohin man auch geht, nichts als Wände. Also einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Bornierter Lackaffe. Ey, aber da vorne der Zug so. Nicht, dass da gleich noch irgendwie dann der ach so geschilderte Roboter rauskommt. Ich hoffe doch mal nicht, weil das wäre sonst auch doof. Na gut, wir werden einfach mal gucken. Ah, okay. Bin doch schon da, Barrett. Der Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Echt jetzt, Etwas stärker bewacht zu werden als gedacht. Ne. So, gegen zwei. Gegen den vier Kisten. Da sind sie! Wir sind euch immer. Was soll er? Was lasst er jetzt? Raketen darauf? Was?
Schau. Elektro, also Gewitter. Tiefer, mach den Raketenwerfer auf, Mensch. Na, ist doch nicht nah genug dran. Okay, bei sowas dann ausweichen. Gerade als ich zurück wollte. Das Tor ist verriegelt. Wir nehmen die Treppe. Was willst du sonst nehmen? Hier muss ich sagen, das finde ich halt scheiße gemacht, dass du da kein festes Menü in der Hinsicht nutzen kannst. Für die Kommandos. Du dann sagst, okay, du bleibst jetzt genau gerade mal an der Position, machst 20 Tränke auf den von mir aus, dann geht's weiter. Die läuft wie am Schnürchen, was? Oder ist unser Herr Soldat da anderer Meinung? Nein, bin ich nicht. Der Plan stammt von Biggs, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Jetzt müssen wir noch bald wieder beim nicht beim Reaktor, aber bei einem Warnungsdepot noch weiter ankommen, ich dachte, oder? Dieser Abschnitt liegt still. Dachte ich auch. Was haben wir denn hier? Nochmal Gewitter. Werden wir wahrscheinlich brauchen, sonst wird die. Die drei nehmen wir lieber mit, wenn sie schon mal im Angebot sind. Den einen nehmen wir mit. Hier eine Phönixfeder für den Preis. Behandeln. Antidot anwendbar. Medika anwendbar. Oh, und Widerstand. Blutfrost. Toxin haben wir noch nicht und behandeln eigentlich auch noch nicht. Na gut, da kaufen wir die beide mal. Wahrscheinlich werde ich die aber demnächst noch mal finden. Warte mal, hatte ich jetzt. Nee, so sagen. So, aber ich werde auch einmal gleich mal speichern, denn wir werden wahrscheinlich sehr schön gleich gegen irgendein Viechchen kämpfen. Aber das möchte ich auch noch gerne in dieser Folge machen und nicht erst in der nächsten. Das wäre sonst echt fies für euch. Na dann, den erwischen wir ihn jetzt. Sieht aus wie eine Baracke. An uns kommt ihr ganz sicher nicht vorbei! Geht wieder auf! Ey? Das war's dann! Oh, voll auf den Rücken! Na gut. Volle Konzentration. Hey, Tifa, du bist auch eine Waffenstufe höher wieder. Lass doch mal die Tische stehen, Mensch. So viele Seltsam, was? Hier möchte ich runter.
Ah, da ist der Hund. Das heißt, ich muss da. Oh nein, da ist der Roboter. So, na dann kämpfen wir mal wieder, wa? Halt die Augen nach unserem treuen Freund auf. Warte mal, der kommt mir aus Final Fantasy 8 eher bekannt vor. Vielleicht hier? Entdeckung! Was ist? Das stand nicht im Plan! Das glaube ich dir. Verzieh dich, Schrotthaufen! Ein älteres Modell. Ungewöhnlich. Schrotthaufen also. Verdammt harte Nuss! Was sollen wir tun? Ja, zieht auf die Beine! Wir stürzen ihn! Pass mal auf den komplett. Nur kein Über! Okay. Der hat 26... Die werden aber alle, glaube ich. Wahrscheinlich. Kann ich schaden. Ja. Und ich hätte vielleicht doch mal die Material wechseln sollen von Cloud und so weiter. wie mache ich es am besten? Im Kampf kann ich ja nicht auswechseln. Aber nur gleich Barrett. Ja, bei Chess drauf. Hör erst mal die Beine. Cloud, er zielt auf dich! Ich lenke ihn auf mich! Greift ihn an! Oh, warte mal, der ist anfällig gegen Schock. Scheiße, ich hab natürlich nicht richtig erwischt. Okay, das war's mit dem Schock anfällig. Ein Makrogenerator. Das ist dein Antriebskern. Dann haltet schön drauf. Und jetzt knallt schön weiter aus. Wie, war's das schon? Da ist was gekommen. Das ist ja. Drohne. Dann lass mich mal ran. Zieh dich zurück. Jetzt. So, Vitra, du heilst dich erstmal bitte selbst, Cloud. Mein neues. So wird das nichts. Nein, wie nervig. Sie gehen dazwischen. Tja, wir müssen zuerst diese Dinger abschießen. Ah ja, merk schon. Ganz ehrlich, hier, komm. Viel Spaß! Na, mal gucken, was das so bringt. Los geht's. Thank you.
Aua. Das wird so nichts. Magie, Feuer. Die Drohne, bitte zuerst. Ja, jetzt ist er nie, bringt mir auch nicht viel, Mensch. Ich muss mich erstmal heilen. Schon wieder? Abschau! Wo bin ich? Wo bin ich? Was macht er? Was macht er? Was macht er? Ach du Scheiße. Oh, Alter. Oh. Was ist das? Glaube ich nicht. Weg da, Cloud! Geh er etwa? Weg von den Schienen! Upsi! Alles im Griff. Bring mir die Köpfe zum Raten! Er jagt Strom durch die Schienen! Komm schon. Echt jetzt. Oh, wo ist der Kern? Wo ist der Kern? Wo ist der Kern? Hier. Was jetzt? Zerstören wir die Panzerung. Dann ist er schutzlos. Das war's dann. Schon. Das hat er. Jetzt sollten wir durchkommen. Jetzt noch ein Hut, ey. Oder auch nicht. Alter. Geht doch! Erledigt. Geschieht ihm recht. Weiter. Genau. Ja, hier lang. Oh.